Der ohnehin schon chaotische US-Wahlkampf steht Kopf. US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind an Covid-19 erkrankt. Während Trump in einem Militärkrankenhaus behandelt wird, steigt die Zahl der Corona-Fälle in seinem Umfeld. Die meisten Betroffenen hatten an einer Veranstaltung zur Nominierung der konservativen Richterin Amy Coney Barrett für einen Posten am obersten Gerichtshof teilgenommen. Dabei saßen sie ohne Schutzmasken eng beieinander. Ein Teil der Veranstaltung fand auch im Innern statt. In den US-Medien ist vom Weißen Haus-Cluster die Rede. Als erstes wurde Trumps enge Mitarbeiterin Hope Hicks positiv getestet. Hicks hatte Trump bei Wahlkampfreisen begleitet. Trotz Kontakt mit ihr nahm Trump zunächst an weiteren Wahlkampfveranstaltungen teil. Neben Hicks sind einige weitere Republikaner aus Trumps engerem Kreis erkrankt. Dazu zählen Ex-Beraterin Kellyanne Conway, Wahlkampfberater Chris Christie, Wahlkampfmanager Bill Stepien sowie die Vorsitzende der Republikanischen Partei, Ronna McDaniel. Darüber hinaus sind auch mindestens 3 republikanische Senatoren an Covid-19 erkrankt. 2 von ihnen gehören dem Justizausschuss des Senats an. Das könnte die ohnehin schon extrem kurzfristige Bestätigung von Amy Coney Barrett für den Posten am Supreme Court vor der Wahl noch erschweren.